Unterdessen nutzt Ahnenforscher Reinhard Hofer die Zeit zu einem Abstecher in den einst wilden Westen, nach Kansas, dem Land seiner eigenen Vorfahren. Er war schon einmal hier, im kleinen Eudora. Und da drüben ist die katholische Kirche, die ist es ja. Katholisch, kein Wunder, nach Eudora hatte es viele Bayerwaldler verschlagen. Meine Urgroßmutter Franziska Stadler ist hier getauft worden am 6. Dezember 1872. Das ist eindrucksvoll für mich. Die sind hier im Dezember 1872 gesessen, alle. Das einzige Foto von der Urgroßmutter. Warum sie 5 Jahre später von Eudora nach Bayern zurückkehrte, weiß Hofer nicht. Ein Onkel, der mit ihr zusammen ausgereist war, blieb. Links unten der alte Michael Schopper und seine Frau, umgeben von ihren Kindern. Schopper machte Reklame für Amerika, sandte etlichen Auswanderern Geld nach Bayern für die Überfahrt. Er wurde 81. Sein Grab müsste irgendwo auf dem Friedhof von Eudora liegen. Stadler oder Schopper stehen hier häufig auf den Grabsteinen. Aber wo ist der Stein von Michael Schopper? Aber wir suchen einen Michael. Den zerbrochenen Stein hätten Sie fast übersehen. Michael Schopper, schwer zu lesen. Der Michael Schopper, der ist erst mit 60 ausgewandert mit seiner ganzen Familie. 1872 auch. Er hat eine Farm gegründet, sehr erfolgreich. Die ist immer noch im Familienbesitz. Der Nachfahre, auch ein Mike, zu Deutsch Michael, will dem bayerischen Ahnenforscher eine Entdeckung zeigen, die er vor kurzem auf seiner Farm gemacht hat, mitten im unwegsamen Dickicht. Hier gab es vor 100 Jahren eine Kegelbahn und da wurde auch Bier getrunken. Ich hab's gefunden, es ist hier. Tatsächlich, einen bayerischen Bierkeller. Das ist ein Natural Cave. No. Hofer ist klar, das ist ein bayerischer Bierkeller wie unter den Biergärten. Wahrscheinlich ausgehoben während des Alkoholverbots in Amerika von 1920 bis 1933, die Zeit der Prohibition. Den haben sie sich selber rausgehauen und das war, ich glaube schon, wegen der Prohibition. Die haben hier das Bier versteckt, gekühlt. Das war ein illegales Wirtshaus. In einem legalen Wirtshaus, 1700 Kilometer nordöstlich in